Ja, überall wird von Manifestieren gesprochen, weil es irgendwie alle verstehen. Und deswegen versucht jetzt jeder, dieses Wording zu gebrauchen. Ja, du manifestierst, du bist ein Meistermanifestor und so weiter und so fort. Weil es sind immer wieder die gleichen Fragen. Es sind so viele Missverständnisse und auch viele Fehlinterpretationen und manchmal auch Fehlleitungen, wo sich Leute darstellen und sagen, ja, ich bin jetzt erleuchtet und deswegen bin ich quasi in der Lage, Leute mit zu erleuchten. Aber ich kann dir eins sagen, du kannst nur inspiriert werden für deine Erleuchtung. Eine Erleuchtung heißt, dir ist sonnenklar. Sonnenklar, sonnenhell, sonnenerleuchtet. Wie das Leben hier sich manifestiert, wie sich deine äußere Realität in dir entwickelt und dann nach außen pusht, im Außen zeigt. Das heißt Erleuchtung. Ja, das ist nicht irgendein Blitz, der dich trifft von außen, sondern es ist ein Blitz, der in dir innen aufgeht. Es geht ein Licht auf und du erkennst, Scheiße. Es bin doch alles ich. Es bin alles ich. Und das heißt nicht in dem Sinne, ich bin quasi inkarniert 100.000 Mal, sondern es ist meine Vorstellung. Es sind meine Gedanken. Das bin ich. Wenn ich da draußen jemanden sehe, den finde ich nicht gut genug, den finde ich ablehnend, den oder ich bin neidisch auf den oder die. Das bin ich, der diese Ansicht vertritt. Das bin ich, die diese Meinung hat. Und das Witzige ist ja, wir sind ja alle so konditioniert, dass wir dann Leute suchen, die uns in unserer Meinung bestätigen. Und weil das Prinzip ja so funktioniert, dass ich immer das anziehe, was ich bin, finde ich dann ganz, ganz viele Leute, die meiner Meinung sind. Und sich oder mich darin bestätigen und sagen, ja, du hast recht und das ist schlecht und diese Person ist schlecht und hier Geld ist schlecht und was der sagt ist schlecht und wie die sich anzieht ist schlecht, wie die sich gibt. Und Social Media ist ja so eine wunderbare Spiegelquelle für uns, wo wir immer wieder uns reflektieren können, unsere Gedanken beobachten, wahrnehmen können, wenn wir da durchscrollen. Aber keiner kapiert's. Du scrollst durch Social Media und denkst mir, so will ich nicht sein. Die zeigt sich aber jetzt wirklich irgendwie, das ist too much und die ist angeberisch und bla bla bla. Aber das triggert dich nur, diese ganzen Sachen, die dich eifersüchtig machen in Social Media oder in deinem eigenen Leben, die triggern dich nur, weil du noch nicht erkannt hast, dass du deine eigenen Trigger setzt, dass deine Vorstellung, deine Meinung, deine Überzeugungen und deine Ansichten, die du in dir trägst, die du wählst, dich ausmachen und dein Leben ausmachen. Wenn du Leute hast, die besser sind als du in deinem Leben, hast du die gemacht, weil du denkst, es gibt andere, die besser sind. Es gibt andere, die man mehr mag. Es gibt andere, die erfolgreicher sind. Es gibt andere, die schöner sind. Es gibt andere, die mehr unterstützt sind. Aber das machst du. Du machst das. Du denkst das. Du ziehst dein Denken aus deinen Überzeugungen, aus deinen Ansichten. Und wenn du das einmal begriffen hast, dann kannst du das verändern. Aber number one, dass du in deine eigene Kraft eintrittst, ist, dass du anerkennst, dass du schon alles manifestiert hast. Es kommt aus dir heraus. Ich kann dir auch eine Geschichte dafür geben, warum du den ganzen Scheiß manifestiert hast, den du nicht willst, dein ganzes Unglück, deinen ganzen Herzschmerz, deine ganze Armut, deinen ganzen Mangel. Diese Erklärung gebe ich dir jetzt gerne, dass dein Hirn versteht, okay, was läuft denn hier auf dieser Welt? Was heißt denn Erleuchtung? Und ich möchte dich heute tatsächlich erleuchten, dass
du, nachdem du dieses Video, was eine Masterclass der Manifestation der Schöpfung wird, wenn du das angeschaut hast, dann denkst du, ah, shit, ich bin erleuchtet und ermächtigt, jetzt in diesem Moment selber. Es gibt niemanden, den ich da draußen brauche, keinen Erleuchter, keinen Ermächtiger, keinen Einweiher, keinen Heiler, keinen Guru, sondern hier, ich bin es, ich bin es, ich bin mein Guru, weil ich verstanden habe, dass ich das Universum bin und dass ich auch diejenige bin, die mich triggert. Ich bin diejenige, die mir in den Arsch tritt. Ich bin diejenige oder derjenige, der mir immer wieder sagt, ich bin nicht gut genug, ich habe was falsch gemacht, ich bin nicht richtig und so weiter und so fort. Dem Moment, wo du sagst, scheiße, ich mache das alles selber, ich mache das alles mit mir selber, bist du erleuchtet und kannst endlich die Sachen mit dir selber machen, die du möchtest. Ich zeige dir jetzt hier, wenn ich meinen Bildschirm freigebe, zeige ich dir jetzt mal hier ganz genau, wie das funktioniert. Du kennst ja dieses wunderbare Zeichen, diese liegende 8. Jetzt mal schon wieder nicht. Das ist ja super spannend. Hier mein Whiteboard. Okay, dann versuche ich es hier mit diesem Ding. Okay, schau mal, hier ist die liegende 8, ja? Ein Unendlich-Zeichen, ich kann es jetzt gerade nicht besser malen. Ich hoffe, dass es hier funktioniert, indem ich jetzt hier weitermachen kann auf meinem iPad, das ich hier verbunden habe, aber es geht nicht. Schau mal, das ist das Unendlich-Zeichen. Das Unendlich-Zeichen, das zeigt dir, wie es funktioniert. Wir leben in einer unendlichen Schlaufe unseres Denkens, unserer Dualität. Das ist die Dualität. Das sind die zwei Zustände, die wir haben. Das ist der eine Zustand. Das ist, wo wir glauben, wir sind ein Mensch. Ich nenne es Human Design, wo wir glauben, wir sind als Mensch designed. Wir sind als Mensch in einer eingeschränkten Welt, in einer materiellen Welt. Wir sind tatsächlich als diese Körper alleine hier auf die Welt gekommen und alles da draußen ist feste Materie, alles, was ich angreifen kann. Ich habe jetzt hier mein Mikrofon zum Beispiel. Das ist Materie, das ist da. Ich habe gar nichts damit zu tun, dass es da ist. Das kommt woanders her, das ist von außen zu mir gekommen. Aber selbst dieses Mikrofon ist nicht von außen zu mir gekommen, sondern ich hatte die Vorstellung im Kopf, ich brauche ein Mikrofon für meine Videos. Ich will einen guten Sound haben bei meinen Videos. Dieses Mikrofon ist nicht von außen zu mir gekommen und ich habe es bestellt und es ist vom Internet zu mir hierher geschickt worden, sondern bevor das alles passiert ist, hatte ich eine ganz klare Vorstellung, habe eine klare Entscheidung getroffen und habe gesagt, ich will ein Mikrofon. Das war in mir zuerst dieses Bedürfnis, dieser Wunsch. Und das ist so ein kleiner Pipifax-Wunsch. Aber es ist egal, was es für ein Wunsch ist. Er entsteht in dir und er ist genauso da, dass du ihn in Erfüllung bringst. Aber das geht nur, wenn du erkennst diesen Unterschied zwischen Human Design, zwischen einem Design, wo du glaubst, aus was du gemacht bist, wie du gemacht bist, ob deine Perspektive diese Grenzen deines Körpers sind, diese Grenzen deiner Vorstellungskraft, diese Grenzen deiner Programmierungen, diese Grenzen dieser Matrix, diese Grenzen der Ansichten, die du gelernt hast. Und dann schwebst du hier drin. Dann ist Zeit ein Faktor. Zeit ist ein Faktor. Dann ist ein Ort ein Faktor, wo du bist. Und auch diese ganzen Human Design Sachen, die dir sagen, dass alles deswegen in dir ist, weil du an einem Zeitpunkt an einem gewissen Ort geboren wurdest, das ist nicht so. Es ist einfach nur deshalb so, du manifestierst aus dieser Perspektive des Human Designs heraus, weil du glaubst,
die Welt ist außerhalb von dir und die Welt ist beschränkt. Und in dem Moment, wo du aber erkennst, dass du Divine Design bist, das heißt göttliches Design, göttliche Energie, dass du im Prinzip da drinnen nur mit Energie arbeitest. Du arbeitest nicht mit deinem Körper. Dein Körper ist auch eine Manifestation von dir, von deinem Vorstellungsraum, von deinen Ansichten, von dem, was du glaubst. Und deswegen ist es auch wiederum so fatal, wenn alle anfangen, wenn die Leute anfangen, ihren Körper zu fragen und so weiter und so fort. Dann glauben die, irgendwas ist im Körper gespeichert, dann glauben die, der Körper ist, hat mehr Macht wie mein Mind, wie mein Verstand. Aber dabei führt dein Körper nur aus und all diese kinesiologischen Geschichten und Körperprozesse, die funktionieren nur auf Basis deines Verstandes. Dein Verstand gibt an. Dein Verstand, was Überzeugungen für dich da sind. Und wenn du jetzt hier Körperprozesse machst und sagst, ich bin stark, ich bin stark, ich bin stark, und dann nachher sagst, ich bin schwach, ich bin schwach, ich bin schwach, aber du bist trotzdem überzeugt davon, dass du stark bist, dann passiert hier nichts, ja? Da passiert gar nichts. Sondern nur weil deine Worte deine Überzeugungen widerspiegeln, passiert hier etwas. Aber wenn du das durchschaut hast, kannst du jeden kinesiologischen Test faken, kannst du jeden, was weiß ich nicht was, energetischen Test faken, weil du weißt, wie du mit deinem Mind, mit deiner Energie, mit deinem Fokus, mit deiner Überzeugung manifestierst und kreierst. Nur wenn du das die Macht abgibst an irgendwelche elektrischen Geräte oder Messgeräte oder kinesiologischen Tests außerhalb von dir, bist du entmachtest. Und auch diese Entmachtung hast du dir generiert, weil du überzeugt davon bist, dass es eine Kraft, eine Macht außerhalb von dir gibt, die stärker ist. Und dann bist du hier in diesem Kreis gefangen, wo du immer nach außen schaust und sagst, das Außen ist Macht und ich muss mich dran halten. Und wenn mir einer was sagt, dann ist es die Wahrheit. Aber dabei ist es nur der Spiegel. Es sagt dir nur das, was du denkst hier in deinem menschlichen Design-Gedanken, in deinen eingeschränkten Gedanken. Und jetzt siehst du, dass es hier immer wieder einen Berührungspunkt gibt. Also es gibt immer wieder diese Einladung. Möchtest du nicht lieber in diesen Kreislauf des Divine Designs, deiner unendlichen Kraft, Stärke von innen nach außen einsteigen? Möchtest du nicht lieber deine eigenen Ressourcen, deine eigene Wahrheit, deine eigene Wahrhaftigkeit, deine eigene Schöpferkraft jetzt kennenlernen? Und um zu erkennen, dass das, was du im Draußen siehst, einfach nur aus deiner Sichtweise, aus deiner Ansicht entstanden ist. Und ich sehe da draußen, wenn ich zum Fenster rausschaue, sehe ich Berge und einen See. Aber nur deswegen heißt es Berge und heißt es See, weil ich das gelernt habe. Aber man hätte mir auch lernen können, dass der See Berge heißt und dass die Berge See heißen und ich würde es glauben. Und genau das ist es. Berge sind hoch, groß, so und so, deine Definition, Seen sind so. Aber deine Welt, du bist die Person, die du bist in absoluter Perfektion. Du bist richtig. An dir ist nichts falsch. An dir war noch nie was falsch. Du darfst annehmen und meinen über dich selber, was du möchtest. Deine Divine Design Identity kommt aus deiner Divine Design Mentality und dafür musst du erkennen, wie dieses Spiel hier funktioniert. Du lernst etwas, du glaubst etwas, du bist von etwas überzeugt und das reflektierst du jedes Mal auf dich und sagst, ich bin das, ich bin das, ich bin das, ich bin das. Du siehst jemanden, der ist unfreundlich zu dir, dann sagst du, ich bin die, zu der man unfreundlich ist. Dann siehst du auf deinem Bankkonto, dass da zu wenig Geld drauf ist, dann sagst du, ich bin die, wenig Geld hat, ich bin wenig wert.
Und solange du dieses Spiel nicht durchschaust und hier erkennst, dass hier immer wieder angefragt wird, willst du wirklich in dieser Begrenzung leben? Willst du dich wirklich so klein machen, so limitieren, so einschränken nach Regeln und Überzeugungen einer Welt zu leben, die dich nicht groß macht, die dir sagt, du brauchst etwas im Außen, die dir sagt, du hast nicht die Kraft. Willst du dieser Lüge weiterhin folgen? Dann fühlst du dich eingesperrt, dann fühlst du dich unterdrückt, dann wirst du krank deswegen, dann hast du nie genug Geld, dann hast du nie genug Zeit, dann hast du nie genug Liebe, dann lebst du in einer Welt des Mangels. Und hier lebst du in einer Welt der Fülle, weil die gibt es auch. Wenn Mangel ist, ist Fülle da. Und du entscheidest, in welcher Welt du lebst, in welchen Ansichten, in welchen Geschichten, in welcher Realität du lebst. Und da auszusteigen, das ist deine Erleuchtung. Da erleuchtest du hell, da erleuchtest du geliebt, da erleuchtest du in deiner absoluten vollen Perfektion, weil die da ist. Warum sollte irgendwas an dir falsch sein? Wer sagt das? Das habe ich mal gehört. Es gibt Rückschlüsse, es gibt Annahmen. Man ist nur richtig, wenn. Nein, man ist per se richtig, man ist richtig geboren. Man ist in höchster Perfektion geboren. Es gibt nichts anderes. Und das ist eben genau das, was du verstehen darfst in deinem Köpfelein, dass das Dualität ist, dass das Spiritualität ist, dass Spiritualität in Abhängigkeit von Yoga, von Meditieren, von Liebsein zueinander und so weiter und so fort, dass es hier anfängt. Aber Spiritualität ist die Energie, die du bist. Und wenn du nicht zu dir lieb bist, wenn du dich nicht anerkennst, wenn du nicht hinter dir stehst, wenn du dich nicht unterstützt, wenn du deine Träume nicht leben willst, wenn du immer wieder Ausreden findest, warum es für dich nicht möglich ist, weil du in einer Welt lebst, wo man sich schämen muss, wo das Außen vielleicht Urteile fällt, wo man irgendwie abgeurteilt oder abgelehnt werden kann. Wenn du das glaubst, dann lebst du hier in dieser Welt. Und ich sehe es immer wieder in meinen Coachings. Das ist der einzige Grund, warum Menschen nicht ihre Träume leben, warum Menschen nicht diese Erlebnisse leben, die sie möchten, weil sie hier leben in einer Welt, in der ihnen gesagt worden ist, sie sind halt so, wie sie sind. Charakter und Persönlichkeit, das kommt geboren, das wird geboren, das ist man halt. Nein, nichts von dem. Das ist alles in deinem Kopf. Du sagst, wer du bist. Du sagst, was du für einen Charakter hast. Du sagst, was du für ein Auftreten hast. Du sagst, was du für eine Wirkung hast. Du sagst, wer du bist. Du sagst das. Und dann zeigt dir die Welt, deine Manifestation im Außen, was du wirklich glaubst, wovon du wirklich überzeugst. Wenn du sagst, ich bin toll, ich bin die Beste und Affirmationen machst und ich bin reich und mir steht das Beste zu, aber im Innen bist du davon überzeugt, dass du nicht gut genug bist, nach wie vor, weil du hier noch lebst in Geschichten und in der Vergangenheit und noch nicht verstanden hast, dass Energie nur hier und jetzt in einer vertikalen Linie entsteht aus dir heraus und dass dich Geschichten nicht interessieren müssen, dass du jeden Moment deine eigene Geschichte erzählst, dass du jeden Moment die Welt verändern kannst, wenn du deine Ansichten und Perspektiven über dich selber veränderst, weil erst dann kannst du die Welt so sehen in ihrer Freiheit, in ihrer Perfektion, in ohne Mangel, in Fülle, in Erfüllung und dann kannst du dir erlauben, zu lieben, verliebt zu sein in dich, in das Leben, dich zu feiern, andere Leute zu feiern, Existenz zu feiern. Aber hier der ganze grumpy Shit und diese ganzen Sorgen und diese ganzen Einschränkungen, die in deinem human designten Mindset für dich wahr sind, dann glaubst du das halt weiter? Ich glaube das nicht, weil ich weiß, es ist nicht so, weil ich weiß, dass ich Energie bin und die Energie, die ich
bin, fängt in meinem Denken an, in meinem Kopf. Es ist nur in meinem Kopf. Meine Ansichten sind nur in meinem Kopf. Das, was ich sehen will, ist nur in meinem Kopf. Ich sehe das. Und wenn du wirklich bitte ehrlich bist, deine Ansicht, wenn sie niemand teilen würde, würdest du glauben, dass es nur deine Ansicht ist? Aber sie wird von den Menschen geteilt, weil sie reflektieren deine Ansicht. Wenn du jetzt aber deine Ansicht veränderst, dann wirst du Menschen finden, die deine neue Ansicht teilen, weil es Gesetz ist, weil es Prinzip ist. Und es ist so wichtig, das endlich zu verstehen und immer wieder zurückzukommen zu diesem Prinzip. Das bin doch ich, das mach doch ich, das sag doch ich, das fühl doch ich, das denk doch ich. Es geht nur um mich und egal was und wen ich da draußen sehe, es ist ein Hologramm von mir. Ich mache die Welt, ich mache das Universum und diese ganzen Ansichten wiederum, dass das Universum dir in den Arsch tritt oder will, dass du etwas lernst oder will, dass du besser wirst, weil du nicht gut genug bist. Das sind alles Ansichten, die kommen aus diesem Human Design, wo der Mensch tatsächlich noch glaubt, es ist Zeit und Evolution ein Faktor. Aber wenn du Energie lernst, wenn du wirklich erkennst, was Spiritualität wirklich heißt, das heißt, Energie entsteht in deinem Kopf. Und wenn sie in Abhängigkeit herrscht, dann ist es nicht Energie, weil Energie ist da, da, präsent, boom, bam. Die ist nicht da, wenn du lieb bist. Die ist nicht da, weil du betest. Die ist nicht da, weil du Gutes tust. Die ist nicht da, weil du dein Karma abgearbeitet hast. Die ist da, weil du da bist. Und die Qualität deiner Energie, die Information, mit der du die Energie informierst, kommt aus deinem Mindset, aus deinem entweder Human Design beschränkt nicht gut genug, Geschichte, Zeit, verankerten Mindset oder aus deinem Divine Design Mindset, wo du weißt, ich informiere Energie, also informiere ich Energie aus der höchsten Perspektive, aus der perfekten Perspektive, aus der Perspektive, dass alles in Ordnung ist, aus der Perspektive, dass Freude herrscht, dass Fülle herrscht, dass ich gut genug bin, dass ich wertvoll bin. Das bringt doch nur den ganzen Mangel. Diese ganze verdammte Geldmangel in unserer Gesellschaft hängt nur deswegen zusammen, weil jeder meint, er müsste endlich gut genug werden, um Geld zu verdienen. Aber wenn du begreifst, dass du alles schon verdient hast, die Liebe deines Lebens, das Geld deines Lebens, das Glück deines Lebens, die Sorglosigkeit deines Lebens, dass es jetzt schon hier ist, weil es Energie ist, die von dir hier und jetzt informiert wird und sich nachher im Außen manifestiert, dann begreifst du das. Und nachdem dein Verstand jetzt sagt, ich bin erleuchtet, sie hat es mir erklärt und ich habe es verstanden, es ist dein Eintritt in ein Trainingslager, das du mit dir selber abmachst, wo du immer wieder, wenn du in dieser liegenden Acht rumschwingst, die Entscheidung in der Mitte triffst, und sagst, nein, 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 ich bin Fülle, ich bin perfekt, alles ist in Ordnung, die Welt ist in Ordnung, die Welt liebt mich, ich werde geliebt, ich liebe die Welt, ich liebe Geld, ich liebe Fülle, ich bin erfüllt, ich kann sorglos sein, weil diese Energie, die ich generiere, ist die Energie der Erfüllung und Sorglosigkeit, nichts Böses herrscht und so weiter und so fort. Und dann ist aber immer wieder diese andere Seite von deiner liegenden Acht, die dir erzählt, nein, 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 gestern war es doch so und der hat das und das gesagt und ich habe Angst, dass das und das passiert und ich werde so verletzt sein, wenn mich der und der ignoriert oder verlässt oder wenn ich nicht gebucht werde, wann meine Kunden unzufrieden sind und so weiter und so fort. Dann bist du immer wieder auf dieser Seite und du schwingst und schwingst. Und geil ist es ja schon mal, wenn du zwischen diesen zwei Welten in dieser Dualität schwingst.
dann weißt du, es gibt beide Seiten. Du bist schon mal glücklich gewesen, du bist schon mal verliebt gewesen und bist wieder zurückgegangen und hast gedacht, wenn der weggeht, wenn der mich verlässt, wenn der nicht mehr bla bla bla. Oder du hast schon mal viel Geld auf dem Bankkonto gehabt und dann gehst du zurück und oh, wenn es nicht mehr mehr wird und wenn es immer nur weniger wird. Dam, 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 dam. Und das ist diese ewige Leier. Und dass du von dieser endlosen Schlaufe aussteigst in einen Kreislauf der Fülle und der Erfüllung, dazu musst du wissen, wer du bist, dass deine Identität genau entscheidet, wo du bist, wie du dich fühlst, was im Außen sich zeigt, wie sich dein Leben reflektiert, mit welchen Erlebnissen, mit welcher Fülle, mit welchem Körper, mit welchem Aussehen, mit welchem whatsoever du dir erträumst. Und weil das nicht so leicht ist, weil halt immer wieder die Versuchung da ist, in die andere Seite der Dualität der liegenden endlosen Acht reinzusteigen, braucht es Training. Es braucht so krasses Training wie für einen Leistungssportler. Es braucht so einen krassen Mindset wie ein Leistungssportler. Es braucht so ein klares Wissen. Es braucht so eine Klarheit, die bleibt und nicht wieder hell, dunkel, hell, dunkel. Ja, das ist normal, es ist ja Tag und Nacht. Ja, aber in der Nacht sehe ich zum Beispiel auch hell. Nacht ist für mich der hellste Moment. Ich liebe die Nacht. Die ist für mich nicht dunkel, die ist für mich hell. Und das kannst alles du selber entscheiden. Und wenn du das verstehst und aber sagst, ich krieg's nicht hin, ich verstehe es ja, ich krieg's nicht hin, dann heißt es, du musst mehr üben. Ich habe über 20 Jahre, würde ich jetzt mal sagen, geübt, bis ich das Ganze so zu dieser Klarheit hingekriegt habe und mich dann darauf konditioniert habe, wirklich jedes Mal, wenn ich merke, ich bin am falschen Ende, wieder zurückzugehen. Und das musst du üben. Diese ganzen neuen Konditionieren, diese neue Wahrheit, die neue Wahrhaftigkeit, die musst du trainieren. Diesen Divine Design Mindsets, diese Divine Design Identity zu verkörpern und jedes Mal die richtigen Rückschlüsse und richtigen Überzeugungen zu treffen. Und nicht so, oh, meine Hand tut weh, oh Gott, was ist passiert, was habe ich gemacht, wieso tut die Hand mir weh? Wenn sowas ist, ich denke, upsie. Alles in Ordnung, mein Körper ist in bester Ordnung, ich bin im Divine Design, ich habe mir keine Sorgen zu machen, ich bin immer perfekt, ich bin immer gesund, ich bin immer gewollt, ich bin immer geliebt, ich habe immer das Anrecht auf das Höchste, Schönste, Größte. Das sind meine Selbstgespräche, das sind Sachen, die lernst du bei mir in der Mastermind, wie du mit dir umgehst, wie du dich selbst managst, wie du erkennst sofort, wo du bist, wie du diesen Wechsel machst. Und dann wirst du sehen, deine äußere Welt, deine Probleme verschwinden. Dein Unglücklichsein, dein Einsamsein, deine Ängste, all das geht. Und du kannst dich endlich entfalten in deiner höchsten Form, für die du hierher gekommen bist. Und das nenne ich die Divine Design Reise. Weil wir sind alle quasi in Schutt und Asche geboren, die in der Bibel steht ja auch eh alles drin, um nachher aufzusteigen, um uns neu zu gebären, geboren zu werden, unbefleckte Empfängnis zu erkennen. Scheiße, ich bin ja eigentlich unbefleckte Empfängnis. Dieses ganze Human Design Gedenke hat mich befleckt und mir gesagt, ich bin nicht gut genug, irgendwas ist an mir falsch. Oh mein Gott, ich bin ja unbefleckt. Oh, endlich darf ich so leben, endlich darf ich so denken, endlich darf ich die Welt so sehen, endlich darf ich alles so machen, wie es wäre, wenn es unbefleckt und völlig in Ordnung wäre, in absoluter Perfektion. Aber es sind so viele Sachen, die dir das nicht erlauben und ich sehe es immer wieder. Ich mache Übungen, ich fordere meine Coaches heraus, weil ich genau sehe, wenn da noch Ängste sind, wenn da noch Scham ist, wenn da noch irgendetwas ist, was mich unterdrückt und mich nicht freilässt, dann bin ich in meinem Human Design. Und dann sehe ich das und dann spreche ich das an und dann kriege ich oftmals Widerstand und dann sagen die Leute oftmals, ich mache doch alles. Und dann sage ich, aber wenn du alles machst, dann muss ich im Außen alles anders zeigen. Wenn du das konsequent wirklich glaubst, wenn es deine Identität ist, aber wenn du Zeug machst, um Zeug zu kriegen,
dann bist du jemand, der Zeug nicht hat. So einfach ist es. Ich mache nicht Zeug, um Zeug zu kriegen, sondern ich bin die, die Sachen macht, um erfüllt zu sein, noch mehr Erfüllung zu haben, noch mehr Begeisterung zu haben, noch mehr Liebe zu haben, noch mehr Schönheit zu haben. Weil ich es ja schon habe, aber ich kriege noch mehr und ich bleibe dabei. Und das sind diese Tricks, ja. Und ich in meiner Mastermind, da finde ich alles, weil dein Verstand erzählt dir Zeugs den ganzen lieben langen Tag. Und wenn ich sage, mach ein Video und du nie eins machst, weil du dich schämst, weil du wieder denkst, es könnte nicht gut genug sein, weil du denkst, du kannst die Technik nicht, weil du Angst hast, dass die anderen in der Gruppe irgendwas Negatives über dich denken. Ja, dann weiß ich, dass du nicht da bist. Dann weiß ich, dass du noch in deiner Human Design Identity verankert bist. Weil wenn du in deinem Divine Design bist, dann sag ich, mach ein Video, okay, zeigst der ganzen Welt, okay, sag, was du glaubst, was du denkst der ganzen Welt, sag's deiner Schwiegermutter, okay. Aber solange du sagst, nein, ich muss da irgendwas von mir verstecken, irgendwas ist nicht so gut, irgendwas, was mir passiert ist, irgendwas an mir könnte doch vielleicht noch den Eindruck erwecken, dass ich mangelhaft bin, dann weiß ich, dass du noch üben musst, in diese Wahrheit, in diese Klarheit zu kommen, dass du nicht auf diese andere Stimme, die verlogene Stimme, die dir eingetrichterte Stimme hören darfst. Und immer wieder sind Leute da und sagen, ich mach's doch. Wenn du es machst, dann hast du den Shit da draußen. Wenn du es wirklich bist, dann sind alle um dich herum genauso, wie du sie haben willst. Alle Personen, alle Situationen entsprechen deinen Wünschen, wenn du die Person bist, die in ihrem Divine Design sitzt und sagt, ich bin das, ich bin tatsächlich geliebt, ich bin tatsächlich gewollt, ich bin tatsächlich die absolute Erfüllung. Ich stehe komplett hinter mir. Ich bin committed. Die ganze Welt ist zu dir committed. Aber wenn du nur einen Zweifel hast und dieses Commitment eben nicht dokumentieren kannst, wie zum Beispiel in meinen Videos, wenn ich sage, in meinen Teachings, mach ein Video von dir und poste es in der Gruppe. Sag das und das, sag deine Werte, sag das, wofür du stehst, sag dein Selbstkonzept, sag deine Identität einfach nur in Video und teils, sag der Welt, wer du bist und du traust dich das nicht. Dann musst du üben. Dann musst du üben, dich zu zeigen, dann musst du üben, zu glauben, zu wissen, wer du wirklich bist, weil wenn du es wirklich weißt, hast du keine Einschränkung. Da gibt es nichts, wofür du dich schämst, da gibt es nichts, warum du nicht sagen kannst, wer du bist, warum du nicht sagen kannst, was deine Ansichten, was deine Wahrheit über dich selber ist. Wenn du dich immer noch irgendwie klein machen musst, wenn du dich immer irgendwie noch verstecken musst, ich merke es, weil die Energie sagt es. In dir ist Hemmung, in dir ist Human Design, in dir ist Beschränkung. Und wenn du alles haben willst, in der absoluten Erfüllung kannst du nicht beschränkt sein. Der Deckel muss weg. Der Deckel muss weg. Deine Personality muss von dir 100% geliebt, angenommen und gewollt werden. Dann liebt dich die Welt. Und wenn du das nicht glauben kannst, dann bist du halt noch nicht da und dann machst du weiter üben und ich helfe dir dabei. Im Moment gibt es Rising Up, weil das ist das, was du tun musst. Ich mache das auch die ganze Zeit. Rising Up, infinitely. Rising Up hört nie auf, weil wir leben in einem energetischen Universum, das hat keinen Deckel. Du kannst immer noch mehr haben, mehr glücklich sein, mehr geliebt werden, mehr Freude haben. Wir sind so, so unendliche Wesen, dann gibt es immer mehr. Und dein Kopf sagt, das muss doch mal genug sein. Sei doch mal zufrieden. Sei zufrieden mit dem, was du bist und was du hast, bla, bla, bla. Nein, bin ich nicht. Ich bin hier ein Schöpferwesen. Ich kreiere immer wieder die noch bessere, noch geilere, noch tollere Version von mir, die ein noch tolleres Leben generiert und kreiert. Das mache ich, weil das bin ich und das ist mein Divine Design und das ist dein Divine Design auch.
Niemand will, dass du beschränkt bist. Niemand will, dass du fehlerhaft bist. Niemand will, dass du denkst, du bist eingeschränkt. Niemand will, dass du zufrieden bist. Niemand will, dass du dich zufrieden gibst. Du darfst alles haben, du darfst alles erleben in der höchsten, größten Begeisterung und Fülle. Aber dazu muss dein Körper damit, dein Geist und dein Körper muss es aushalten, wenn dein Leben plötzlich, what the fuck, wie geil ist das denn? Oh mein Gott, wie kann das alles sein? Oh mein Gott, ein Scheiß jagt den anderen. Dazu musst du bereit sein. Und diese Bereitschaft, die musst du auf den Tag legen. Nee, das kann ich nicht. Nö, das mache ich nicht. Nö, das will ich nicht. Ja, dann eingeschränkt. Okay. Aber nur eine. Einer kann dich da rausholen. Das bist du. Und ich kann dich unterstützen, indem ich dir sage, hey, das ist dein Geburtsrecht. Das ist das, was du wirklich bist. Du darfst so denken. Du darfst so auftreten. Du darfst so sprechen, wie du bist. Du darfst das wollen, was du willst. Weil du es darfst. Jeder darf das. Aber in unserer Gesellschaft ist es halt nicht hip, zu dürfen und zu sein und zu können. Und jeder hat Angst, dass er daneben ist und dass er falsch ist und sich nicht einpasst. Und dann ist er alleine und dann ist er einsam und dann ist er nicht geliebt. Und dann muss ich doch dazugehören. Es kümmert sich keiner um mich. Ja, dann lebst du hier in deiner Schlaufe. Din, 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 din. Darfst du, kannst du, ist alles völlig in Ordnung. Aber dann jammer nicht, dass du mehr willst. Weil wenn du mehr willst, musst du mehr sein. Dann musst du dein Divine Design sein und verkörpern. Dann kriegst du mehr. Dann kriegst du mehr von all den geilen Gefühlen, von den geilen Situationen, von den geilen Erlebnissen. Aber nur, wenn du es bist. Also, Rising Up ist die Mastermind. Sie wird immer da sein. Sie wird nur teurer. Im Moment sind wir bei 6.000 Euro für 3 Monate intensives Coaching, Training, Mentoring in einer Gruppe von maximal 10 Personen. Und das ist immer das Limit. 3 Monate, wenn ein Platz frei ist, wenn sie voll ist, dann kommt die nächste Person rein. Aber es wird steigen, der Preis wird steigen. Und schon geht es weiter mit einer neuen Verlosung bei 4.000 Abonnenten. Verlose ich wieder ein 1:1 Coaching von 60 Minuten. Den Link zur Anmeldung findest du unter jedem Video. Melde dich gleich an, wenn du noch nicht angemeldet bist. Wenn du schon angemeldet bist, bleibe auf der Liste und du nimmst automatisch bei der nächsten Verlosung teil. Teile meinen Kanal, lass uns unser geilstes, kühnstes, unglaublichstes, extravagantes Leben generieren in Liebe, Fülle, Freude und Leichtigkeit, weil es möglich ist. Wir müssen nur unseren Kopf dahin bringen, dass er uns in dieser Identität verankert. Let's do this!